Liebe Genossinnen und Genossen, was wir schon vermuten konnten bei der Vorstellung zur Listenplatz 6, ist politisch schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Ich will deswegen auch gar nicht so viel Zeit von der Uhr nehmen, weil wir haben noch einen langen Tag und auch morgen noch einen sehr langen Tag vor uns. Meine Biografie ist öffentlich, ist oft auf Landesparteitagen, auf Landesvertreterinnenversammlungen, auf Hauptversammlungen erklärt worden. Sie steht im Netz, muss ich jetzt auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich bin seit anderthalb Jahren Vorsitzender der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Und auch wenn es nicht immer ganz einfach ist, mir macht es Spaß. Es macht mir Spaß, heißt aber auch, man braucht eine besondere Belastungsfähigkeit. Man muss Streit aushalten, jetzt aktuell wie beim ÖBS oder beim Wasser oder bei vielen, vielen, vielen anderen Themen, die noch nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Und man braucht aber dann auch die Möglichkeit, wenn man den Streit ausgehalten hat, wenn man ihn zugespitzt hat, dass man ihn auch wieder beenden kann. Und das ist eine Fähigkeit, die braucht ein Fraktionsvorsitzender, die braucht aber jeder Abgeordnete im Abgeordneten in jeweils seinem Fachgebiet auch. Und dann brauchen wir eine Partei, die mit diesen Ergebnissen selbstbewusst in die Öffentlichkeit tritt. Und da haben wir jetzt eine andere Situation als 2006. Jetzt haben wir eine Partei, die davon überzeugt ist, dass wir in den letzten Jahren wirklich was geleistet haben, dass unsere Bundespartei auch wirklich hinter uns steht mit dem, was wir erreicht und geleistet haben. Und das sollten wir, Genossinnen und Genossen, wirklich im Wahlkampf nach vorne stellen. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir sollten uns daran erinnern, gerade auch bei solchen komplizierten und auch nervigen Kandidatenaufstellungsparteitagen und ähnlichen Dingen. Der politische Gegner steht außerhalb dieses Raumes. Und die politischen Konkurrenten sind auch außerhalb dieses Raumes. Mit denen müssen wir die Auseinandersetzung führen, selbstbewusst und hart. Und hier müssen wir solidarisch miteinander umgehen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass das, was die Personalkommission, was der Landesvorstand als Listenvorschlag sich ausgedacht hat, dass das keine leichte Übung war. Es war eine Abwägung von vorne bis hinten bis zur letzten Minute und besser haben wir es nicht hingekriegt. So ist es. Aber es ist auch bei jedem, den wir vorgeschlagen haben, ein Zeichen von Vertrauen darin, dass das Leute sind, die wir uns vorstellen können in einer Abgeordnetenhausfraktion. Und ich sage ganz deutlich, ich will mehr als 22 oder 23 Abgeordnete der nächsten Fraktion haben. Und ich kann euch auch sagen, dass wenn wir die 15% erreichen sollten, nur die 15% erreichen sollten, die jetzt bei Infratest DIMAP für uns ermittelt wurden, werden wir mehr Abgeordnete haben. Und ich sage aber auch, ich kämpfe um wesentlich mehr als um diese 15% und damit auch um mehr Abgeordnete der nächsten Abgeordnetenhausfraktion. Und dann möchte ich gerne euch die Herausforderung stellen, da auch der Fraktionsvorsitzende zu sein. Danke.